Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Das heißt Projekt, das ist halt ein neues Spiel, was ich jetzt spielen werde in den nächsten paar Tagen, Wochen, Monate oder so weiter. Oder so weiter alleine. Es ist Sky Saga. Ich habe es schon bei anderen YouTubern gesehen und dachte mir, da meldest du dich jetzt mal an. Und gestern ist die E-Mail rausgekommen, also besser gesagt, wurde an mir geschickt, dass ich mir das Spiel runterladen kann. Und da habe ich gleich gedacht, mache ich mal. Und ja, habe ich dann gemacht, habe eine Folge aufgenommen, die kam am Samstag jetzt, also gestern. Leider war die ein bisschen laggy, aber das hat sich jetzt in diesen Folgen geändert. Oder wird sich jetzt in den nächsten Folgen ändern. Weil ich habe ein bisschen an der Einstellung rumgestellt und jetzt funktioniert alles perfekt. Ja, leider habe ich das ja in der Nacht aufgenommen und in der Nacht bin ich nicht so, dass ich sehr gerne reden will. Und ich hoffe, das hört man nicht, wenn ich jetzt eine scheiß Benachrichtigung bekommen habe. Wenn ja, Entschuldigung, wenn nicht, wisst ihr nicht, wovon ich rede. So, ich muss das leider gerade nachvertun, deswegen, ihr seht, was ich da mache. Ich sehe es auch, weil ich das auf meinem Laptop so eingestellt habe, dass rechts das Video läuft und links sehe ich das Aufnahmeprogramm von meinen Sprachenscheiß-Kacke. So, am Anfang konnte man sich ja einen Charakter erstellen, pipapo. Das habe ich leider nicht aufnehmen können, weil da hat irgendwas nicht funktioniert. Das wollte ich aufnehmen, hat überhaupt nicht funktioniert. Aber ich habe den erstellt, halt. Danach habe ich eine Folge gemacht, so 10 Minuten aufgenommen. Hat nicht so gut funktioniert, war die ganze Zeit nur am Lecken, am Lecken, am Lecken. Dann habe ich das Spiel geschlossen, habe das nochmal neu gestartet und dann konnte man alles einstellen. Und ja, so wie ich es jetzt eingestellt habe, läuft es sehr flüssig. Sieht halt vielleicht etwas weniger gut aus, aber dafür läuft es perfekt flüssig. Das ist auch eigentlich das, was ich nur bezwecken wollte, dass es perfekt flüssig läuft. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Schon, dass man es auch richtig gut erkennen kann, aber man kann ja alles lesen. Und die deutsche Übersetzung ist sowieso zur Scheiße, da da will man das gar nicht lesen. So, halt am Anfang muss man sich einen Charakter erstellen, dann muss man sich bis jetzt auf 3, also man kann jetzt sich 3 verschiedene aussuchen, also so eine Welten, wo man den spawnt. Das ist sein Zuhause, das ist so eine große Map. Ja, groß ist die nicht, das ist eine kleine Insel. Da kann man alles drauf bauen, was man will. Es gibt eine im Schneebiom, eine im normalen Biom und eine in der Wüste. Und ich habe die in der Wüste genommen, weil die sah irgendwie am besten aus. Meines Ansichtens nach. Das labe ich schon wieder von der Scheiße. ja. Dann spawnt man halt auf diese Insel und da muss man, wie man jetzt hier sehen kann, sich einen Kristall machen, womit man in anderen, sagen wir mal, Welten kommt. Und ja, in der ersten Welt muss man halt gucken, wie das alles funktioniert. Da muss man auch die erste Quest machen, dass man Kristalle suchen muss und die finde ich da auch gleich irgendwo. Da kommen auch die ersten Bosse, was ich auch noch gleich erzählen werde. Es ist nicht so wie in Minecraft, dass da irgendwie Skelette in der Nacht spawnen, dich wegsnipern oder Creeper angelaufen kommt. Nein, so ist es nicht. Es gibt Nacht und allem drum und dran, aber das spawnt das nicht mehr, nur weil es Nacht ist, sondern es sind halt Wächter, die ihre Base beschützen, wenn man in dieser Map ist. Also jede Map hat eine Base groß, wo das Endportal ist, womit man wieder rauskommt. Und auf der ganzen Insel kannst du alles abbauen, alles mitnehmen für deine Heimatinsel. Und da vor dieses Endportal ist auch ein Endboss. In diesem Fall hier sind das nur die Anfangsbosse. Nichts Wildes. Was auch schon recht, naja, ist. Ihr werdet es ja gleich sehen.
Mir fällt gerade auf, ich bin dermaßen schlecht in Nachvertonen. Man kann halt alles abbauen, bloß bei diesen Sachen, bei diesen Sachen wie die jetzt hier, ist es so, die fallen in ihre Einzelstücke. Mann, was ist mit meiner Stimme, ey? Und nicht als Ganzes kommen sie da raus. Nein, sie fallen in ihre Einzelstücke. Und wie man schon sieht, Tiere gibt es auch. Die geben Fleisch und sonstigen anderen Stuff. Was recht cool ist, weil von Fleisch, da kann man sich wieder heilen, wenn man es gebraten hat. Und diesen anderen Stuff, zum Beispiel jetzt von diesen Welpen, Welpe, komischer Name, sind irgendwie groß ausgewachsen oder sind das diese kleinen, keine Ahnung. Bekommt man diese, man kann sagen, Ingame-Währung. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Und verschiedene Sachen kann man da bekommen, wie, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Leder oder Fell war, so in der Art. Daraus kann man sich dann neue Rüstung bauen und alles sowas. Was ich aber bis jetzt noch nicht weiß, ist, wie ich überhaupt ein Crafting-Table bekomme. Ich weiß nicht, wo ich das Rezept dafür herbekomme. Apropos Rezepte, ich bin heute mal richtig der Meister der Überleitung. Das ist nicht so wie in Minecraft, dass du die ganzen Rezepte im Kopf hast, du weißt, wie du das in diesem Crafting-Table anordnen musst. Nein, hier ist es so, du brauchst Rezepte, die du erlernen musst, womit du denn erst diese Sachen machen kannst. Und am Anfang hat man nur das Rezept für dieses Werkzeug, was ich links in der Hand halte. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ist wohl irgendwie so eine Axt oder so. Damit kann man irgendwie alles abbauen. Hat nicht so spezifisch nur was mit Holz abbauen zu tun. Es gibt jede Menge Waffen, es gibt jede Menge Werkzeuge, es gibt dermaßen viel. Da kann man sich dermaßen lange mit beschäftigen. Was ich auch recht cool finde und richtig geil. Weil man hat dieses Gefühl, man ist in Minecraft, aber man hat auch dieses Gefühl, man, das ist was ganz anderes. Es ist nicht so richtig Minecraft. Es ist überhaupt nicht. Es hat auch nichts mit Minecraft zu tun, aber jeder sagt sofort Minecraft. Nein, es ist nicht Minecraft. Das ist halt Skysaga. Hat nichts mit Minecraft zu tun. Es ist meines Erachtens nach geiler als Minecraft. Weil man hat mehrere Bosse, man kann geile Sachen machen. Ich bin irgendwie, mir fällt nichts ein, wie ich das beschreiben soll. Es ist halt cool und geiler zugleich als Minecraft. Weil bei Minecraft ist man so strikt, man spawnt in der Welt, man baut Holz ab, baut sich ein Haus, baut sich Werkzeug, farmt jeden Scheiß, fertig. Irgendwann ist man fertig, hat den Enderdrachen, fertig. Hier bei Skysaga ist es so, du hast durchgehend neue Abenteuer. Wenn du zu Hause bist und diese Steine da hast, diese Portal-Dinge, wie heißen die jetzt überhaupt? Portalsteine oder so? Dann kannst du dir Milliarden von machen und immer in neuen Welten rein und neue Sachen entdecken und geil einfach nur. Einfach nur geil. Und deswegen habe ich mich auch direkt angemeldet, dass ich da schon spielen kann, weil das Coole an dem Spiel ist ja, das ist so geil und es ist noch free to play. Das ist noch das Coole dazu. Man hat so ein Hammer-Spiel und es ist kostenlos. Na, jetzt werden bestimmt so viele sagen, das ist so ein Scheißspiel, das ist voll der Minecraft-Scheiß. Ja, halt doch die Fresse. Das ist nix mit Minecraft. Das ist einfach nur geil. Und dann noch free to play. Bei Minecraft muss man ja 20 Euro für bezahlen und hier nichts. Das finde ich richtig nice. Ich weiß, falls ihr denkt, was labert der die ganze Zeit durcheinander, ist bei mir so, ich laber jeden Scheiß, der mir gerade einfällt. Ja. Ich glaube, bis jetzt habe ich schon alles gesagt, was zu sagen gibt. Also es gibt auch, bei den Charakteren habe ich ja vor irgendwie 100 Jahren mal erklärt. Aber ich habe vergessen, da was zu sagen, dass man drei verschiedene oder vier, weiß ich jetzt nicht, vier oder fünf oder so Charaktere verschiedene Arten hat. Also einmal Katzen, ich habe Katze genommen. Dann gibt's Mensch,
Eidechse? Oder noch was? Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal nachgucken. Ob es irgendwo steht, wie viel es gibt, aber ich glaube, es gibt nur drei oder vier. Weiß nicht genau. Und halt, wenn man jetzt in so einer Welt gespawnt ist, wie gerade, wo ich jetzt diesen Boss und all sowas besiegt habe, dann kann man am Ende des Portals, am Ende des Dings da durchs Portal gehen, dann kommt man wieder zu Hause raus. Auch nice. Da kann man auch gleich nochmal sehen, wie man zu Hause aussieht. Das sind halt diese Maps. Jeder kriegt so eine. Jeder, der in diesem Spiel kommt, hat die. Also jetzt nicht die, weil ich habe ja die in der Wüste. Entschuldigung. Ich habe die ja in der Wüste. Es gibt ja die im Schnee und die normal halt. Gut, da kann man mich auch sogar sehen. Ich weiß aber nicht, wie man sich jetzt dreht. Ich glaube, da muss man oben raufklicken, oder? Finden wir raus. Wo war ich jetzt? Also es gibt drei verschiedene Inseln, wo man am Anfang spawnen kann. Ich habe jetzt diese ausgesucht. Sind aber alle vom Spielprinzip gleich aufgebaut. Bestehen halt nur aus anderen Materialien. Außerdem ist es scheißegal, für welche du dich entscheidest. Denn in jede andere Welt, in die du reingehst, kannst du ja Sachen farmen und daraus dir eine neue Map bauen. Du kannst auf deine Map alles abbauen. So deine Insel, ich sag immer Map, das ist eigentlich nur eine Insel. Und Alter, was ist mit meiner Stimme los? Kann das auch mal aufhören? Ich mag das nicht. Immer geht meine Stimme hoch und wieder runter und dann ist sie so scheiße. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe vergessen, am Anfang ein bisschen Zeit wechseln lassen wegen den Rauschkack-Ding. Mache ich am Ende. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, ich weiß es jetzt nicht. Also du kannst auf deiner Insel alles abbauen und alles umbauen, so wie du es haben willst, weil hier steht noch so viel Gestrüpp rum. Das muss alles noch weg. Dann will ich das alles auf eine Ebene haben und ein riesengroßes Haus hinbauen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen, deswegen muss ich noch ein bisschen mehr farmen gehen und ich weiß nicht, ob ich das in der Folge mache oder ob ich das offscreen mache. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wie es besser ist, ob ich es jetzt in der Folge machen soll oder ob ich es offscreen machen soll, weil eigentlich sind so eine Farm und Bau und so nicht so schön in Folgen. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, ich lese es denn. Mehr oder weniger. Aber mehr als weniger. So. Am Anfang hat man hier dieses Luftschiff, Ballon, Dings da, Bums da, was da so steht. Oh, da kann man mich von vorne sehen. Schön. Das am Anfang kaputt ist. Deswegen muss man ja die erste Quest machen. Kristalle für das Teil holen. Haben wir gerade gemacht. Wir haben es gerade repariert. Habe ich gerade irgendwie vorhin meinen Sprechwahn verpasst. Und damit kann man denn zu der, ich sag mal, Hauptmap, Hauptinsel oder wie es auch immer heißt. Entschuldigung. Da kann man denn hinreisen und Sachen kaufen wie Rezepte, Sa Gegenstände, alles kann man da kaufen und Quest annehmen. Weil das mit der Quest ist richtig gut gemacht. Es gibt drei, so viel ich weiß, wo man Quest annehmen kann. Oder vier? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber drei. Da kann man Quests annehmen. Das sind drei Gilden. Einmal. Oh. Ich glaube, einmal eine Entdeckergilde. Und. Alter, wie heißen die anderen? Ich glaube, ich sollte mich mehr schlau machen, anstatt gleich aufzunehmen und irgendwas anderes zu machen. Das war nicht so schlau, aber ich weiß, dass es eine Entdeckergilde gibt. Schon mal etwas. Ja. Wir sind jetzt schon bei vielleicht über 14 Minuten. Recht nice. Nicer Dicer oder wie auch immer.
Und ja, man hat sein Inventar, wie man hier auch gerade sieht. Da kann man ganz viel einlagern. Und Handfertigung. Ja, ich muss mal rausfinden, wie man ein Crafting Table macht. Das ist irgendwie das Wichtigere. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt alles erklärt, oder? Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare, falls ihr es besser wisst. Weil ich bin sehr neu in diesem Spiel. Ich weiß nicht alles. Es ist auch noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Deswegen hoffe ich, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich irgendeine Scheiße vergessen habe. Hat Scheiße gesagt. Ja, schön. Ja. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Ich glaube, die Folge geht 20. Ich weiß jetzt nicht, was ich die letzten 5 Minuten noch alles sagen soll. Jo. Glaube, ich reise jetzt noch zu der Hauptinsel. Oder wie das auch immer heißt. Und die Ladescreens sind auch schön. Da kann man immer abstimmen, welches Bild schöner aussieht. Zum Beispiel jetzt hier. Weiß jetzt nicht, wo ich da drauf gedrückt habe. Ich glaube auf keins. Weil manchmal ist es ein bisschen buggy. Ist ja noch in der Alpha das Spiel jetzt. Ist noch nicht ganz fertig das Spiel. Und das kann man dem Spieler denn nicht übel nehmen, wenn es ein paar Fehler gibt. Und falls gleich alle ankommen, wie kriegt man das Spiel? Es ist, sagen wir mal, nicht wirklich einfach. Oder doch, ich weiß es nicht genau, ob das bei jedem funktioniert. Bei mir hat es so funktioniert. Ich bin auf der Seite gegangen, habe mich dort angemeldet, E-Mail, Passwort, bla bla bla. Und ein paar Tage danach, jetzt am Samstag, habe ich eine E-Mail bekommen, oder ich habe besser gesagt, die erst dort gelesen. Da stand drinne, dass ich mir das Spiel downloaden darf. Stand oben und darunter war so ein Platten. Blall. Ich laber schon wieder Scheiße. Wird doch schon wieder spät hier, ey. Darunter war ein Button, so. Button, so heißt der Scheiß. Da habe ich draufgeklickt und schon wurde die Datei runtergeladen. Ich habe es ausgeführt und schon war das Spiel da. Nice. Und ja, man hat sogar einen In-Game-Chat. Da kann man dann mit anderen Spielern schreiben. Dann kann man auch noch so eine Sachen machen. Ja. Man kann auch zu anderen Leuten auf der Insel rauf. Die kann man auch sagen, dass sie da bauen dürfen und man kann auch sagen, dass sie da nicht bauen dürfen. Was ich auch wieder cool finde, weil wenn jetzt irgendeiner auf deine Insel mitkommt und er baut dir den ganzen Scheiß da ab, ist nicht gerade sehr schön. Deswegen, man kann festlegen, ob Spiele alleine, ob Spieler auf deiner Insel bauen dürfen oder nicht. Deswegen kann man es auch so machen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendeinen Kumpel hätte, der das Spiel auch spielt, hab ich nicht. Irgendwie spielen die alle nur andere Spiele. Der könnte dann mit auf meine Map. Ich sag immer Map, das ist eigentlich eine Insel. Der kann dann auf meine Insel mit raufkommen und dort mitbauen. Dann braucht er seine eigene Insel nicht. Aber seine eigene Insel kann er abbauen und die bei mir mit aufbauen. So zum Beispiel. Das würde sowieso keiner machen, aber es ist eine Vorstellung. Was aber noch cool wäre, wenn dieser jemand, der auf deine Insel kommt, wenn es jetzt ein Freund von dir ist oder so, dass der auch auf dieser Insel mitwohnen kann. Das wäre noch richtig cool. Denn wäre das Spiel übermäßig Hammer. Ich sehe gerade, die Folge neigt sich zum Ende zu. Ich bin bei der Tonspur schon bei 19 Minuten und 22 Sekunden und bei dem Video auch so um den Dreh. Ja, jo. Ich glaube, so eine Minute habe ich jetzt noch zum Reden. Habe ich ja doch gut durchgebracht. Mit irgendeinem Quatsch, den ich geredet habe. Ja. Man kann halt viel machen. Also, Link zu der Webseite, wo ihr euch anmelden könnt, ist natürlich in der Beschreibung. Mein Name kennt ihr, falls ihr mal mit mir zusammen spielen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, dann sieht man sich im nächsten Video.
Tschüss.